Stellen Sie sich mal vor, das Finanzamt macht bei Ihnen in der Firma eine Kontrolle, eine Betriebsprüfung, eine Außenprüfung. Und das Finanzamt möchte alle E-Mails sehen. Das ist jetzt einer Firma passiert und die hat gesagt, nö, so nicht. Wir können unmöglich die E-Mails von vor Jahren über Jahre hinweg sammeln und dem Finanzamt zeigen. Das Ganze ist vor Gericht gelandet und ich verrate Ihnen heute, wie das Urteil ausgefallen ist. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Steuerrechtskanzlei TaxPro in Frankfurt am Main. Wir gehen direkt rein in den Gerichtsprozess. Da hat eine Firma das Finanzamt verklagt. Das ist eine GmbH. Und die hat eben so eine Kontrolle vom Finanzamt reinbekommen. Konkret war das für die Jahre 2012, 13 und 14. Da hat das Finanzamt gesagt, für diese 3 Jahre, da wollen wir alle E-Mails von der Firma sehen. Das ist dann ein sogenanntes Vorlageverlangen. So nennen wir Steuerjuristen das, wenn das Finanzamt die Vorlage von allen E-Mails von 3 Jahren haben will. Die Prüfer vom Finanzamt, die haben auch gesagt, wir haben eine Rechtsgrundlage dafür. Wir berufen uns auf das Steuergesetz und demnach dürfen wir das. Konkret haben die sich auf den Paragraphen 147 berufen. Der steht in der Abgabenordnung drin und hier in der Videobeschreibung, wenn Sie den in Ruhe nachschauen wollen. Das Finanzamt hat sich ganz genau auf den 147 Absatz 1, Nummer 2 und Nummer 3 in der Abgabenordnung berufen. Was steht drin? Ich verrate es Ihnen. In der Steuersprache, in der allerfeinsten steht da drin, dass in der Betriebsprüfung das Finanzamt verlangen kann, dass es Einsicht bekommt in die empfangenen und abgesandten Handels- und Geschäftsbriefe. Handels- und Geschäftsbriefe, dazu zählen ja natürlich auch E-Mails. Und denken Sie mir dran, für 3 Jahre, ne, 2012, 13 und 14, da hat auch das Finanzamt gesehen, okay, das ist natürlich schon einiges an Material. Und wir kommen der Firma entgegen, bei der wir das kontrollieren wollen. Die brauchen die ganzen E-Mails, so hat das Finanzamt ausdrücklich gesagt, nicht auszudrucken. Es reicht, wenn Sie sie auf einem elektronisch lesbaren Datenträger zur Verfügung stellen. Zum Beispiel der berühmte USB-Stick oder auch noch die CD-ROM. All das geht, also da ist das Finanzamt der Firma entgegengekommen und es hat auch gesagt, die Firma darf aussortieren. Sie muss nicht wirklich alle E-Mails vorzeigen. Vor allen Dingen nicht die privaten zwischen den Mitarbeitern, wäre ja auch unzulässig. Und Finanzamt hat auch gesagt, die firmeninternen Mails, die wollen sie auch nicht sehen, aber alle anderen schon. Und zwar ausnahmslos, auch an wen die gegangen sind, an wen sie in CC gegangen sind, an wen sie in BCC gegangen sind. Alles mit Inhalt und Adresse. Und dafür hat das Finanzamt der Firma sage und schreibe 4 Wochen Zeit gegeben. 4 Wochen für die Mails aus 3 Jahren. Sie wissen das jetzt, ne? Die Firma hat sich dagegen gewehrt. Die haben gesagt, okay, das ist ein Verwaltungsakt vom Finanzamt, dass die Vorlage der Mails, Vorlage verlangen, haben wollen. Und dagegen legen wir Einspruch ein. Natürlich, das geht. Und das Finanzamt hat dann gesagt, nö, diesen Einspruch, das sehen wir nicht ein. Und genau so ist der Fall beim Gericht gelandet, konkret beim Finanzgericht in Hamburg. Das musste dann darüber entscheiden. Was denken Sie, wie das Urteil ausgefallen ist? Die Richter, die haben als allererstes mal gesagt, dieser Einspruch an sich gegen dieses Vorlageverlangen für die E-Mails, ja, der ist zulässig. Das geht. Denn das ist eine Argumentation, die wir vom Finanzamt oft hören, dass gerade bei einer Kontrolle, bei einer Betriebsprüfung alles, was zwischendrin an Fragen kommt und an Vorlageverlangen, kennen Sie jetzt den Begriff, ne? Das ist nicht anfechtbar, erst am Ende bei der BP, wenn Sie die Steuerbescheide bekommen mit der Nachzahlung. Aber die Richter haben gesagt, ganz klar, es stimmt, was Steueranwältinnen wie Frau Lederer sagen, dass nämlich alles in der BP, in der Kontrolle, was das Finanzamt möchte, natürlich ein Verwaltungsakt ist, den Sie mit dem Einspruch anfechten können. Das war die erste Aussage vom Finanzgericht in Hamburg. Und zum Thema E-Mails, na, 3 Jahre. Zusammenstellen, aussortieren, was privat und was nicht. Was darf das Finanzamt sehen und was nicht. Da hat das Gericht gesagt, alle E-Mails geht gar nicht, das ist unzulässig, sondern das Finanzamt muss sich darauf beschränken, auf die E-Mails, die für die Steuer relevant sind. Nur diese E-Mails darf es sehen. Und das Finanzamt braucht die E-Mails ja auch. So haben die Richter argumentiert, damit es überhaupt die ganze Sache verstehen kann, was da in dieser Firma so läuft. Denn die Firma hat sehr viel Auslandsgeschäfte gemacht. Und das hat das Finanzamt nicht so richtig verstehen können, als es die Firma kontrollieren wollte.
Geschäfte im Ausland sind ja an sich bei der Steuer schon sehr verdächtig. Und so hat das Finanzamt gesagt, wir wollen da eben all die E-Mails haben. Und die Richter haben dann gesagt, ja, damit ihr die ganze Sache auch besser versteht, könnt ihr die haben. Aber das Urteil ist letzten Endes nicht 100% positiv für unsere Firma ausgegangen. Denn die Richter haben gesagt, ja, das Finanzamt darf die E-Mails sehen, nicht alle. Aber eigentlich fast alle, nämlich die, von denen es jedenfalls denkt, dass sie für die Steuer relevant seien. Vorsicht, die ganze Sache ist natürlich noch nicht ausgestanden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Firma ist in die nächsthöhere Instanz gegangen, zum Bundesfinanzhof nach München. Und der muss das Ganze denn jetzt entscheiden. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, wie soll denn diese ganze Sache in der Praxis funktionieren? Schauen Sie mal, wir haben jetzt 2024. Diese Firma hatte eine Prüfung für die Jahre 2012 bis 2014. Das ist schon einigermaßen lange her. Die Prüfung an sich auch. Ja? Also die Hauptzeit da war 2018. Aber selbst 2018, wenn Sie da hingehen und sagen, 4 Jahre lang zurück die E-Mails. Wie soll das funktionieren? Sollen die Firmen alle E-Mails separat in einem eigenen Finanzamtsordner speichern? Sie erinnern, was das Finanzamt gesagt hat. Private Mails der Mitarbeiter sind außen vor. Firmeninterne Mails auch. Was ist denn, wenn Sie in einer firmeninternen Mail über eine Kundenbeziehung sprechen, über einen Lieferantenauftrag? Ist das dann noch firmenintern oder schon steuerrelevant? Und wenn Sie das zu Ende, konsequent zu Ende denken wollen, dann brauchen Sie im Prinzip 3 Ordner, wo Sie die E-Mails speichern. Einen, der ist nur für die Firma, den brauchen Sie nicht rausrücken. Einen, der ist ganz sicher für das Finanzamt. Da speichern Sie alle Mails mit Kunden, Lieferanten und sonstigen, nicht Mitarbeitern. Und der dritte sind die Zweifelsfragen. Da speichern Sie dann die, die eventuell fürs Finanzamt sind, wo Sie es aber nicht sicher wissen. Das allen Ernstes ist überhaupt nicht praktikabel. Und da hilft es auch nicht wirklich, wenn unsere Richter hier in der ersten Instanz in dem Urteil schreiben, diese Firma, um die es da geht, die hat ja eigentlich noch Glück. Denn die darf ja selbst aussortieren, welche E-Mails firmenbezogen sind, intern, und welche E-Mails steuerrelevant sind. Die Firma darf, sie hat noch Glück. Wortwörtlich schreiben die Richter das, die Firma hat das Erstqualifikationsrecht beim Aussortieren der E-Mails. Ich muss es wirklich mal wörtlich zitieren, damit Sie sehen, wo Bürokratie in Deutschland auch stattfindet, nämlich bei den Finanzgerichten. Zitat, es obliegt der Klägerin, der Firma, einzelne E-Mails oder Daten, die ihrer Auffassung nach nicht steuerrelevant sind, in Ausübung ihres Erstqualifikationsrechts zu selektieren. Zitat Ende. Ganz ehrlich, als Steueranwältin sage ich Ihnen dazu, dieses Erstqualifikationsrecht, das bringt Ihnen gar nichts. Denn wenn die Firma aussortiert, was ist intern, was ist fürs Finanzamt, dann ist fürs Finanzamt weniger. Das erleben wir in der Kanzlei bei Tax Pro immer wieder. Am Ende sind die internen Mails, die die Firma nicht rausrücken möchte, nicht offenlegen möchte, mehr. Und die will das Finanzamt natürlich haben. Also mit diesem Erstqualifikationsrecht, sperriges Wort, erreichen sie schlicht nichts. Das Ganze kostet die Firma, um die es da geht, nur unglaublich viel Zeit und verursacht damit Kosten, von denen letztlich keiner was hat. Aber diese Faktoren zählen laut Aussage der Richter beim Finanzgericht in Hamburg in der ersten Instanz überhaupt nicht. Zeit- und Kostenaufwand sind kein Kriterium. Aber Sie erinnern es, das ist die erste Instanz. Und jetzt muss das höchste deutsche Steuergericht, der Bundesfinanzhof in München, darüber entscheiden. Deswegen ist mein ganz klarer Appell als Steueranwältin, sage ich Ihnen das, an die Richterinnen und Richter bei den Finanzgerichten in Deutschland. Leisten Sie doch auch mal Ihren Beitrag zum Bürokratieabbau. Denn genau der fängt an den Finanzgerichten, wo es um die Steuer und das Finanzamt geht, doch schon an. Schauen Sie doch einfach mal ins Gesetz rein, in unser Steuergesetz. Wenn Sie mit solchen Anforderungen vom Finanzamt bei den Kontrollen in den Firmen konfrontiert sind, wenn die vor Gericht landen und wenn Sie ins Steuergesetz reinschauen, dann finden Sie da ganz klipp und klar, dass jede Aktion vom Finanzamt in der Betriebsprüfung, wenn es die Firma kontrolliert, natürlich verhältnismäßig sein muss. Und verhältnismäßig bei E-Mails, wie in unserem Prozess hier, 3 Jahre. Alle E-Mails, bis auf wenige private und firmeninterne. Allein der Aussortierungsaufwand in der Firma. Wissen Sie eigentlich, wie viel Zeit das kostet? Wir sprechen hier nicht von Tagen. E-Mails von 3 Jahren. Leisten Sie mal Ihren Beitrag zum Bürokratieabbau. Bitte schön, denn diese E-Mails,
werden an der Steuer am Ende sowieso nicht viel ändern. Und mein klarer Tipp an alle Menschen, die das betrifft, die eine Kontrolle in der Firma haben, ob sie ein Einzelgewerbetreibender sind, ein Freiberufler oder eine mittelständische Firma, wenn sie mit solchen unverhältnismäßigen, überbordenden Anforderungen vom Finanzamt in der Prüfung konfrontiert sind, sie sollen Dinge raussuchen, was unglaublich viel Zeit kostet, die ganze Firma ja auch lähmt, den Umsatz, die Arbeitsplätze gefährdet, dann legen Sie gegen diese Anforderungen vom Finanzamt Einspruch ein. Der Einspruch ist kein Hexenwerk. Sie finden ihn natürlich bei uns im Shop auf den pepperpapers.de. Mit diesem Einspruch erreichen Sie, dass das Finanzamt keine rechtskräftige Anforderung hat. Die ganze Sache bleibt offen. Das Finanzamt muss es nochmal überdenken. Und wenn es nicht bereit ist, das zu überdenken, dann geht es eben doch vor Gericht. Ich hoffe immer, dass es sich schlauer gemacht hat heute und wir sehen uns wie immer hier auf dem Kanal, Montag und Freitag um 18:30 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.